So. Und da ist auch nichts mehr. Gut. Das heißt, wir können die Leiter mal hier platzieren. So. Du kannst wieder nach da. Du nach da. Und du nach da. Ach ja, und du kannst wieder da. Hier fehlt noch. Da müsste noch das Ding hier verschoben werden. So. Und da ist noch Stein, an dem wir rankommen könnten. Und ja, ich höhle hier wirklich gerade ziemlich alles aus. So, der kann weg. Da ist nochmal Stein. Wo habe ich denn meine Leiter zurzeit? Hier. Ja. Ist voll unübersichtlich gerade, oder? Oh, wir buddeln den nächsten Ereignisraum. Zwei Orks. Oh, er hat seine Axt wieder gekriegt. Würdet ihr euch diesmal bitte nicht besiegen lassen? So, hier war nichts Besonderes drin. Na, diesmal sieht es besser aus. Er ist zwar ziemlich angeschlagen, aber sie sind beide tot. Und er hat durch zweite Luft seine Lebenspunkte zurückgekriegt. Sehr schön. Ich lasse den Raum jetzt mal außen vor. Schnapp mir die Leiter, wo auch immer ich sie jetzt gerade hin habe, da. Platziere sie mal hier. Und dann gebe ich hier Grabaufträge. So, dass wir hier in der Richtung mal weiterkommen. So, und da der Raum jetzt schön hoch ist, kann ich den hier ein bisschen besser verzieren. So. Ich nehme mal an, hier gibt es nichts mehr nachher. Du mal da runter und hier die Leiter hin. Dann können die beiden nämlich graben. Ja, hier geht's weiter. Gut. Kann sein, dass wir von hier aus an den Ereignisraum rankommen. Mal sehen. Ich weiß jetzt nämlich gerade... Ach so, hier oben ist nämlich dann der nächste... Der nächste Tunnelraum schon. So. Und ja, ich grab mal hier auch die Decke auf. Weil bis jetzt, ich weiß noch nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es von hier aus ist. Vielleicht von hier aus irgendwo. Naja. Gucken wir mal, von wo aus wir hier hinkommen. Vielleicht kommen wir nämlich hier hinten rum in den Ereignisraum rein. Uns fehlen ja immer noch vier Ereignisräume.
Und da sich gerade zur Zeit nicht so viel tut, wir viel zu viel Holz haben, verkaufe ich mal wieder Holz. So, noch einmal. Ich könnte einmal Eisen kaufen. 100 Eisen kosten aber 1000. Nee. Ich benutze lieber meinen Handwerkszwerg, um neue billige Übungspuppen aufzustellen. Davon wieder lieber ein paar mehr. So. Zwei Punkte. Fernkampfspezialisierung. Ja, Schütze kostet 200 Eisen. Und Grenadier kostet halt 50 Obsidian. Beides Ressourcen, die wir nicht haben. So. Wir haben nämlich eigentlich fast gar keine Ressourcen. Wir finden hier unten in dem Tunnel nämlich hauptsächlich nur Turmalin. Nein, nicht Turmalin. Nicht mal Turmalin, wollte ich sagen. Wir finden nur Gold und Stein, was auch irgendwie Sinn macht. Der Tunnel war ja mal intakt. Und das, was eingestürzt ist, das war wahrscheinlich nur die Überbleibsel. Und ja, das könnte sogar gut aussehen, dass wir da hinten in den Ereignisraum kommen. Ja, und die machen hier die Übungspuppen ordentlich kaputt. Kann der gleich nochmal neue aufstellen. So, dass die zum Trainieren... Platz zum Trainieren haben. Oh, Eisen. Ja, Eisen finden wir ganz selten mal. Und ich glaube, ich stelle mal wieder auf normal Speed. So. Gucken wir mal, wie es hier oben aussieht. Oh, nächster Forschungspunkt. Und ja, die Jungs sind gut am Forschen. Ja, Gelehrtenspezialisierung bringt uns, wie gesagt, nichts. Arbeitergeschwindigkeit würde uns noch was bringen. Und Schlafsäcke brauchen wir nicht. Und das, was nach Schlafsäcken kommt, Essensration vielleicht höchstens noch. So. Ja, dich können wir mal wieder zu unserem Palast, mehr oder weniger unserer Hauptbasis, hochschicken. Weil ich denke mal, die Trainingspuppen hier, die wir noch haben, reichen mal. Und ja, so wie es aussieht, kommen wir wirklich so in den Ereignisraum rein. So, lassen wir sie aber auch hier noch ein bisschen ausgraben. Wobei, nee. Sonst verschwenden die nur Zeit damit, hier auszugraben, anstatt hier in die Ereignisräume reinzubuddeln. Wo ich sie eigentlich reinbuddeln lassen möchte. So, was fängt man mit so viel Stein bitte an? Könnten wir... Ah, nee, nicht Forschung, da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier rein. Wir könnten einen ganz noblen Steintisch bauen. Ja. Könnte ich den Holztisch verkaufen? Könnt dafür den Steintisch hier hinstellen. So. Ich könnte so einen riesengroßen Steinschrank bauen.
Der bringt nicht nur Lagerkapazität, der bringt auch Zufriedenheit. Und der kostet viel Stein. So. Gut, zwei Ereignisräume. Machen wir mal den ersten auf. Gucken wir mal hinter Tür Nummer 1. Zwei Orks, die ein Holzlager bewachen. Und du reagierst nicht richtig gut. Militär ist da. Und diesmal funktioniert das sogar richtig gut. Sie konzentrieren sich auf einen. Also können wir auch gleich hier reingraben. Okay, so viel dazu. Er hängt mal wieder. Und sie sind tot. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir jetzt da reingraben. Er ist nämlich ziemlich angeschlagen. Ja. Leave me alone, George. Und ich kann gerade meinen Minenarbeiter nicht wegtauchen. So, aber einer ist schon mal weg von den beiden. So, buddeln wir uns mal hier weiter hoch und schnappen uns den Schlüssel fürs letzte Tor. Wir haben noch zwei Ereignisräume, die wir entdecken müssen. Hier ist noch ein Schlüssel. Ich frage mich, wer wohl all diese Türen verschließt und da die Schlüssel zufällig in der Gegend verteilt. Das scheint mir nicht sehr effizient zu sein. Ja. Ich schätze mal orkische Intelligenz. Noch eins höher? Ja, noch eins höher. Leiter. Bingo. Und noch eine Leiter, so. Auch wenn die Leiter eher in die Richtung zeigen müsste. So, genau. Grab mal hier ein bisschen. Weiter. Das ist gut. Gut, er ist müde. Er ruht sich mal aus. Und die zerstören jetzt den Dinger hier. Das würde uns fast schon genug Eisen geben, um den Fernkämpfer abzubringen. Ja, ich mache das jetzt einfach mal. Ich kaufe mir jetzt Eisen, Eisen und nochmal Eisen. Verkaufe dafür Holz, Holz und Holz. Und mache ihn zum Schützen. Na ganz ehrlich, Obsidian, guckt euch das an. 400. Dann muss das halt noch eine Mission oder so warten, bis wir ans Obsidian rankommen. So, zwei Forschungspunkte. Schwertausbildung, ja. Ich könnte sie jetzt theoretisch zu Berserkern machen. Nahrung habe ich wirklich mehr als genug. Und ganz ehrlich, Berserker tun es genauso gut wie die Schildwachen. Dann können wir auch mal gucken, zu was wir Berserker auf Stufe 15 upgraden können. So, währenddessen noch mehr Trainingspuppen. So. Da brauchen wir nicht mal porten, der wird auch schon alleine.
dorthin kommen.